Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich euch heute erklären, wie man eine solche grobe Montage-Wandeinheit von einem WC montiert. Das ist relativ simpel. Man muss nicht auf mega viele Sachen achten. Ein paar Sachen muss man achten, aber das zeige ich euch jetzt. Wir beginnen erstmal zuerst mit den Sachen, die in dem Set mit dabei sind. Und zwar ist es natürlich als allererstes mal hier dieser ganze Kasten. Der sieht insgesamt so aus. Das ist das, was mit der Wand verankert wird und dann am Ende auch euer Klo hält. Das wird am Boden fixiert und hier oben an zwei Punkten, aber dazu kommen wir auch später noch. Dann haben wir hier einmal das Rohr, wo quasi das Klo angeschlossen wird. Das wird da unten eingeklemmt. Das gleiche haben wir hier fürs Klo auch noch. Das hier brauchen wir erst ganz am Ende bei der Montage des Klos, der Schüssel selbst. Das hier brauchen wir schon relativ bald. Und das hier ist eine Adaptermuffe, die auf ein 110er HT-Rohr geht. Das heißt, dieses Rohr hier geht dann hier rein und das hier geht in ein 110er HT-Rohr, wie man es kennt im Haus. Das sind diese grauen, dicken Rohre. Dann haben wir hier noch den Drücker, also den Spültaster quasi. Der ist natürlich auch erstmal sehr irrelevant. Den brauchen wir erstmal gar nicht. Der kommt erst später zum Tragen. Dann haben wir noch das hier. Das hier ist einfach nur eine Montageklappe, dass da kein Dreck reinfällt. Das hier habe ich ja eben gezeigt, das wird hier unten rein montiert. Das hier, das leitet dann später hier rein. Da rutscht dann quasi das Keramikklo rein und das dichtet dann richtig ab. Deswegen ist ja auch so viel Dichtung dran. Das Ganze ist erstmal eine Adapterparty quasi. Hier ist noch Montagezeug drin, um dann die Schüssel aufzuhängen. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist das hier. Hier sind noch so ein paar Sachen drin, die zeige ich dann aber, wenn wir dabei sind. Und das hier, das ist dann das, was später aus eurer Ringgipswand rausguckt. So, das schneidet ihr dann auch quasi auf Länge zu. Und da wird dann eure Tasterplatte montiert. Also das wird quasi hier hingemacht, bevor die Ringgipsplatte draufkommt. Relativ simpel. Aber gehen wir nochmal peu à peu da durch. Also let's go. Was ihr auf jeden Fall braucht, ist eine kleine Wasserwaage, ein Zollstock und eine Bohrmaschine, was zum Anzeichnen. Wenn es dann fertig verbaut ist, sieht das Ganze so aus. Da guckt dann nur noch hier eben dieses Ding aus der Wand raus. Und hier unten haben wir eben die beiden Stehbolzen, wo dann das Klo festgeschraubt wird. Da wird eben auch hier so eine Montageschutz draufgeschraubt. Das ist nur so ein Pappröhrchen. Und das sind die beiden Anschlüsse. Hier kommt dann das Frischwasser, das Spülwasser raus. Und hier ist eben das Abwasser. Genau, so sieht das Ganze hier aus. Ich habe hier das Ganze 17 cm tief gemacht. Das habe ich mir hier auch aufgeschrieben. Und ich habe jetzt hier schon eben die Wandprofile vorbereitet. Da habe ich außen hier diesen Schaumstoff zur Entkopplung drauf gemacht. Das macht man einfach so bei den äußeren. Außerdem ist es gut zum Unebenheiten ausgleichen. Gerade wenn man hier so eine Wand hat wie das hier. Da ist es natürlich sehr hoch und tief, aber dadurch sitzt es dann schon relativ gut. So, und jetzt nehmen wir eben dieses hier und montieren das da innen rein. Da müssen wir jetzt natürlich festlegen, wo wir das genau hinsetzen, aber ich denke, so wie es jetzt gerade steht, ist etwa so das, wie wir es auch am Ende lassen, vermute ich mal. Wir starten jetzt erstmal damit, hier eben diesen Winkel hier einzubringen in das ganze Ding. Dieser Winkel hat hier zwei solcher Kerben und hier ist diese Aufnahme und diese Aufnahme muss in die hintere der beiden Kerben rein. Das heißt, ich stecke das einfach hier rein, schiebe das hier hoch, so, und das klickt dann einfach von unten hier ein. Dann kriegt man auch noch einen Kuss von einem Hund. Aber ich sehe gerade, dass ich glaube, ich gehe in das Vordere. Weil nämlich ich hier sonst nicht genug Platz habe, mit meinem Rohr lang zu gehen. Und das macht mir dann Probleme. Deswegen mache ich jetzt hier nochmal auf, kriege das eins weiter hinter. Und dann seht ihr schon, dass hier jetzt ein bisschen Spiel gewonnen ist. Dadurch, dass wir dann später hier ja eben das hier reinschieben, haben wir ja hier schon noch Abstand. Deswegen ist es schon in Ordnung, wenn man das macht. Aber standardmäßig, ich meine, wenn wir jetzt ein Rohr gerade runter hätten, dann kann man das ganz einfach hier in das hintere reinmachen, dann ist das alles gut. Deswegen, so ist top. Jetzt kann ich hier mit meinem HT-Rohr dann drauf gehen einfach. Also das ist super. Und von hier nach da brauche ich natürlich ein bisschen Gefälle. Das heißt, ich gehe dann hier als nächstes mit einem wahrscheinlich 87 Grad Bogen drauf. Aber da gucke ich erstmal, was ich da habe, weil ich bestimmt nochmal einkaufen gehen muss dafür. Gehen wir erstmal weiter, nämlich zu der wichtigen Sache, auf welcher Höhe muss denn das Ganze denn montiert werden. Wir haben hier jetzt noch keinen Bodenbelag. Hier kommt noch eine Fußbodenheizung reingefräst. Das heißt, hier kommt noch eine Nivelliermasse drauf, Fliesenkleber und Fliesen. Das heißt, wir kommen etwa, ich sag mal, 2 cm hoch, vielleicht nicht ganz, 1,5. Und wir haben hier eine Höhenmarke, dass diese Linie hier auf 1 Meter sein sollte. Jetzt muss man natürlich berechnen, also dieser Meter soll ab dem Endbelag sein. Ist, wenn der Boden gelegt ist, soll dann noch 1 Meter das Ganze hoch sein. Ich persönlich bin immer ein Fan davon, wenn die Toiletten ein bisschen höher sind. Das heißt, ich gehe jetzt hier einfach meine 2 cm höher von diesem Boden hier, also 1,2 Meter von diesem Boden. Und dann bin ich danach auf der sicheren Seite und habe dann da irgendwie 0,5. Dann hat man ein schönes Sitzgefühl. Und wenn hier jemand Altes einzieht, dann kann er einfach aufs Klo gehen. Um das richtig einzustellen, braucht ihr eben einen Zollstock und einen 13er Schlüssel oder eben eine 13er Ratsche. Ich habe mich für die Ratsche entschieden, wie ihr seht. Aktuell ist das Ganze auf 96 cm. Aber die coole Sache ist, ihr könnt es einfach hier nehmen und diese Füße erstmal weiter rausziehen, als ihr müsst. Also die halten schon zum Klemmkontakt einfach nur. Ihr könnt es einfach ein bisschen härter anziehen. Noch nicht richtig hart, weil so könnt ihr jetzt noch hergehen und das in der Höhe einstellen. Ich mache mal ein bisschen loser. So. Aber das macht es relativ simpel. Also einfach ein bisschen mehr anziehen, als es
ursprünglich war. Und dann könnt ihr einfach hergehen und das Ganze da drauf stellen. Und jetzt gehe ich einfach hierher. Ihr seht, die Seite habe ich wohl nicht so fest angezogen. Gehe ich jetzt nochmal ran. Drehe das hier nochmal eine halbe Umdrehung. 1,4 Meter. 1,2 Meter runter. So, jetzt ziehe ich diese Seite an. Auch nicht wieder zu krass anziehen, einfach nur, dass es hält. Dann habe ich mir hier die Wasserwaage. Kann das hier jetzt ein bisschen loser machen nochmal, dass ihr eben in Ruhe einstellen kann. Nein, Mila. Da müsst ihr beim Anziehen aufpassen, dass ihr das jetzt nicht wieder weiter runterschiebt. Und ich habe das ja jetzt einfach nur erstmal hier hingestellt. Hier ist ja jetzt noch nichts festgeschraubt oder so. Das heißt, wenn ich das Ganze jetzt hier um 20 cm irgendwo anders hinschieben würde, dann würde das schon wieder nicht mehr passen. Das heißt, das ist jetzt ausnivelliert für den Punkt, wo es jetzt steht. Es kann sein, dass ich später nochmal hergehen muss und es nochmal lösen muss. Aber so ist schon mal das sein soll. Also eine Höhe her jedenfalls. Zum Nivellieren brauche ich dann wieder nur noch eine Seite aufmachen und das einzustellen. Eine andere wichtige Sache ist, man montiert diese Einbau-WCs immer mit in das Ständerwerk mit ein. Das heißt, man schraubt eins dieser Profile normalerweise im verbauten Zustand dann, geht man her mit dem Akkuschrauber und schraubt die Blechschraube hier durch da rein. So wie ihr aber sehen könnt, ist hier dieser Abstand jetzt zu schmal. Das heißt, bevor ich jetzt hier irgendwie weitermache, nehme ich hier einfach hier mein Profil und montiere das hier auf die Seite. Dazu kann ich jetzt aktuell ja einfach das Ganze hier rüberschieben, so dass ich am Akkuschrauber hier von der Seite drankomme, beziehungsweise ich werde es jetzt einfach ganz rausnehmen, dass ich das hier einfach so im Stehen machen kann. Hier ist jetzt natürlich das Wichtigste, dass das Ganze bündig miteinander ist. Also wenn es nicht bündig miteinander ist, hat man echt ein Problem. Natürlich hier so ein bisschen schwieriger. Im Normalfall habt ihr das eben, wie gesagt, direkt nebeneinander stehen. Jetzt habe ich mal eins drin. Ich lege das Ganze jetzt auf die Seite. Das macht es natürlich wesentlich einfacher. So kann ich mir das jetzt hier schön auf Position legen. Und ihr dürft hier, wenn ihr hier Schrauben reinmacht, am besten fahrt ihr keinen Vollgas. Weil wenn ihr Vollgas fahrt, macht ihr nur die Spitze stumpf und es funktioniert nicht gut. Diese selbstschneidenden Spitze, die ist schon ganz krass. Wenn ihr jetzt nicht mega viel Gas gebt, ihr seht, das hat jetzt besser funktioniert als das, was ich eben gemacht habe. Hier unten ist jetzt nochmal wichtig, da müsst ihr ja durch dreimal Metall durch. Also hier unten müssen wir durch das Ständerprofil, dann durch das äußere Blaue und dann durch das innere Blaue. Das ist auch immer wichtig als Arretierung, dass es euch eben nicht reinrutscht, weil das ist ja das Behindertste, was es gibt. Aber diese Schrauben, die packen das. Also wie ihr seht, kein Problem. Geht einfach durch. Lasst euch einfach Zeit und dann funktioniert das. Ich mache da mal lieber ein paar mehr Schrauben rein als zu wenige, ehrlich gesagt. Reinstellen. So, und dadurch habe ich jetzt automatisch auch hier unten den richtigen Abstand, wie weit das Klo von der Vorderkante hier von wegstehen muss. Jetzt muss ich mir noch mehr von dem Ständerwerk zuschneiden, beziehungsweise ich kann jetzt auch schon mal meine Löcher unten anzeichnen, weil ich ja hier unten jetzt gleich vorbohren muss. Das sind hier unten solche Langlöcher. Das heißt, ich gehe da meistens irgendwo in die Mitte, damit ich da noch ein bisschen Spiel habe, nach links und nach rechts und nach vorne. Jetzt kann ich das Ganze hier wieder runterheben und kann meine beiden Löcher da vorbohren. 10er Bohrer. Da sind auch Schrauben mit dabei, aber die Schrauben, die hier in diesem Set mit dabei sind, die sind eigentlich ziemlich schrottig. Deswegen nehme ich meistens meine eigenen Schrauben und auch meine eigenen Dübel. Das sind die für den Boden. Die Dübel, die ich benutze, die sind einfach viel, viel hochwertiger und halten auch wesentlich mehr. Und das sind die Schrauben, die ich benutze. Auch wesentlich dicker, auch 13er Kopf, also erfüllen die gleichen Sachen, aber halten einfach viel, viel besser. Ich sauge jetzt hier unten kurz sauber, dann die beiden Dübel hier einschlagen und dann kann man das Ganze schön hier hinstellen. Wichtig dabei ist, schraubt es nicht mit irgendeiner Maschine an. Macht es auch einfach wieder mit der Ratsche hier, das ist einfach am besten. Nächster Schritt sind jetzt die Kopfhalter. Die Kopfhalter werden hier oben montiert. Bevor wir jetzt hier eben diesen Kopfhalter montieren, da kommen diese Gewindestäbe hier, die auf dieser Seite hier einfach nur so Riffeln haben. Hier sind solche Klemmen, die schiebt man wieder nach hinten auf und da rutschen die hier rein. Und je nachdem, wo ihr das dann fest reinschiebt, ist es dann quasi fixiert. Das heißt, ihr könnt das ganze Teil jetzt einfach hier hinhalten, wo ihr es braucht. Also ihr müsst quasi von hinten hier reinschrauben. Ich denke, ich schneide hier nochmal ein Stück weg, um mehr Platz zu haben hier. Das Gute ist halt, dass man die so seitlich festschrauben kann. Den kann ich ja auch jetzt das unten schon festschrauben und das dann erst hier oben machen. Zack. Das drückt sich ja eh gleich richtig dran. So, das hier erstmal hier reinschieben, dann hier von hinten festschrauben. Das ist, glaube ich, eine selbstsichernde Mutter, oder? Nee, ist es nicht. Aber so, jetzt weiß ich. Ich kann jetzt hier einfach bohren, so. Und auch hier nehme ich jetzt wieder meinen Dübel. Also das ist meinen, den Fischerdübel. Da nehme ich jetzt nicht den mitgelieferten. Die Fischerdübel sind einfach top, die halten alles. So, das hier ist jetzt noch lose, das kann man hier hin und her bewegen, könnt ihr sehen. Bevor man das ganz fest macht, das mache ich jetzt, war jetzt schon zu fest quasi, mach mal ein bisschen lose. Für
richtige Ausrichten nachher. So, jetzt mache ich die andere Seite hier noch. Sind beide montiert und für den nächsten Abschnitt nehme ich euch jetzt hier auf meinen Kopf. So, zunächst brauchen wir dann dieses Ding hier. Das ist ein Eckventil, welches quasi das hier ersetzt. Ich lasse das hier trotzdem eigentlich noch in der Wand, dass wenn man das hier irgendwann nochmal wegmacht, dass man dann hier zudrehen kann und nicht das ganze Wasser abmachen muss. Und zwar kommt dieses Ventil von hinten hier eingeführt, so hier rein. Und dann kommt als nächstes ein Schlauch von hier nach hier drüben. Ich habe das jetzt extra so rum und nicht so rum montiert, weil so würde der Schlauch hier eine absolute Party machen. So ist das schon richtig. Das Ganze wird hier einfach handfest mit dieser Mutter hier fixiert. Hier hinten könnt ihr dann direkt euren Schlauch drauf machen. Das hier ist 3/4 Zoll, das hier ist 1/2 Zoll, glaube ich. Es gibt Schläuche, die sind von 1/2 Zoll auf 3/4 Zoll. Aber also das hier müsst ihr nochmal eindichten dann mit Hanf. Deswegen, das ist jetzt noch nicht endgültig da. Ich wollte euch nur sagen, dass es schon mal dahin kommt. Der passende Schlauch dafür, der ist hier auch gegeben. Das ist dieser hier. Und ihr seht, der ist recht steif. Deswegen ist es schon richtig, dass ihr den dann von da nach da reinmacht. Kann man aber auch späteren Schritt noch machen. Dadurch, dass ich da eh noch mal dran muss, kann ich es einfach noch mal zeigen. Das wird auch einfach von Hand festgedreht. Da muss auch nichts eingedichtet werden. Da sind hier Dichtungen drin, das sieht man hier ganz gut. Da kann ich immer empfehlen, ein bisschen an dem Schlauch hin und her zu wackeln. Das hilft euch beim Anziehen. So, und das Ganze hier unten auch. Den muss man später noch mal abmachen zum Entlüften. Hier unten, aber das kann man dann immer noch machen. So wie dieser Hahn hier vorne so einen Drehhebel hat, um es aufzumachen, hat dieses hier einen kleinen Schlitz für einen Schlitzschraubenzieher. Das heißt, wenn ihr euch hier Wasser drauf gebt, müsst ihr sicherstellen, dass ihr das zu habt. Also es ist jetzt gerade zu, aber so ist eben auf. Kommen wir schon zum Abwasser. Ihr seht, ich habe das hier ausgeklinkt, weil hier dieser Raum wirklich winzig ist und wir hier natürlich möglichst wenig von der Wand wegnehmen wollten. Man braucht hier aber das 110er Rohr hier für Kloanschluss. Das heißt, wir müssen jetzt von hier mit Gefälle hier rüber gehen und dann alle unsere Rohre, alle unsere Ständerwerkprofile hier, müssen wir hier ausklinken. Aber das ist kein Problem. Hier sieht man sehr gut, dass hier ein normales Wandprofil, was an die Wand oder an den Boden oder an die Decke geschraubt wird, das ist einfach nur so ein U. Und das hier, das hat nochmal für eine höhere Steifigkeit, hat es nochmal hier Biegungen mit drin. Das gewährt einfach eine höhere Festigkeit, Biegesteifigkeit. Und die sind auch etwas schmaler, damit man die hier unten eben gut reinstellen kann. Das heißt, ich werde jetzt hergehen und mal noch zwei von denen zuschneiden. Eins für hier und eins für hier irgendwo. So ist das Ganze hier jetzt auf jeden Fall in Waage. Also da unten brauche ich jetzt nichts mehr machen. Jetzt können wir das Ganze allerdings hier dran halten. Okay. Wir sind so auch in Waage. Nochmal andere Seite checken. Naja, aber was ich jetzt machen kann, ist hier diesen Pin durchschieben. Nochmal gucken, dass der auch wirklich einrastet hier. Also das slidet eigentlich einfacher rein. Wir machen es mal auf der Seite hier. Hier ist das Ganze auch in Waage. So, so muss der rein. Ich biege dann immer die eine Seite hier hoch, dass es einfach nicht mehr rausrutschen kann. Das Ganze mache ich jetzt hier auch. Ach, Kontermutter vergessen. Wo sind die denn? Die Kontermuttern. Also hier sind noch zwei Kontermuttern dabei. Diese beiden hier. Das Coole ist ja jetzt, obwohl ich es vergessen habe, kann ich jetzt einfach hier reingehen und schraube das hier einfach raus, beide Seiten. Dann kann ich meine Kontermutter da drauf schieben. Oder drauf schrauben, besser gesagt. Und dann einfach wieder reinschrauben. Ich hatte das jetzt unten nochmal gelöst. Kann ich hier einfach meine beiden Kontermuttern draufschrauben. Also diese Kontermuttern solltet ihr ganz am Anfang draufschrauben, damit ihr sie nicht vergesst. Das ist mir jetzt schon öfters passiert. Und jetzt gehe ich wieder hier rein und drehe das Ganze wieder drauf. So, dass ich es dann wieder im Lot habe. Da müsst ihr dann immer auf beiden Seiten nochmal schauen, dass es da wirklich passt. Jetzt ist das Ganze einfach tordiert. Genau, jetzt nochmal hier die Höhe checken. Das muss ganz leicht jetzt nach links runter. Kann aber auch sein, dass ich das gleich gibt, wenn ich die jetzt unten am Boden anziehe. Dann sind hier noch diese beiden Dinger dabei. Und ihr könnt jetzt hier sehen, dass jetzt hier noch ein bisschen Spiel ist. Die hier habe ich noch nicht angezogen. Aber ihr seht, hier ist jetzt noch Spiel. Und da kommen diese Dinger hier, diese Keile ins Spiel. Ins Spiel, haha. Also die werden einfach hier drauf geklickt, bis sie einrasten. Und das gleiche auf der Seite hier. Und da ist das Spiel weg. Und damit jetzt hier in dem Gewinde kein Spiel ist, ziehen wir das hier auch noch an. Und das braucht ihr auch nicht anziehen, dass es gleich abreißt, sondern einfach nur, dass es sich nicht löst. So, und zack, ist unser Wand-WC montiert. So, dieses hier, das wird hier direkt mit dran geschraubt wieder. So. Und dieses hier, das hätte ich dann gerne irgendwo hier stehen. In etwa so. Und wie ihr seht, da ich hier mit meinem Rohr hier rüber muss, muss es dann ausgeklickt werden. Das ist kein Problem. Und um die ganzen dann miteinander zu verbinden oben, damit hier dann oben auch eine Platte draufgeschraubt werden kann, dazu gibt es dann dieses hier. Das hier wird hier hinten drüber geklipst und über die hier auch drüber geklipst. Und dann haben wir auch schon unser fertiges Ständerwerk. Hier ist natürlich dann wichtig, dass ihr hier auch noch mit der Wasserwaage drauf geht und schaut, dass es hier alles in Waage ist, weil ihr es natürlich ordentlich haben wollt. Kann auch öfters mal sein, dass man hier nochmal was wegschneiden muss an Höhe. Ihr seht jetzt hier, das geht nach hinten hoch. Wollen wir natürlich nicht. Wir müssen hier wahrscheinlich dann halt einfach nochmal ein Stück hoch. Genau so passt es auch schon wieder. Aber dann sind wir soweit hiermit schon mal fertig. Rohr muss ich noch kaufen gehen. Das habe ich gerade nicht da. Aber ich glaube, dafür brauchen wir gar nicht so viel. Das hier ist ja jetzt das nächste, was hier reinkommt. Von hier hinten. Das heißt, bei dem hier kann ich eigentlich schon mal anfangen, das hier auszuklinken, bevor ich das festschraube. Vielleicht schneide ich mir sogar noch eins davon zu und stelle das dann hier ganz rechts hin. Muss ich mal gucken. Und dieses Kabel, das soll noch hier hochgemacht werden, dass man hier eine Steckdose hat, dass man hier vielleicht noch irgendwie eine Lampe oder so hinstellen kann. Geil, oder? Einfach geil.
Das hier war übrigens ein altes Rohr, das habe ich tot gemacht. Brauche ich aber nicht wegmachen, weil es ja hier nicht stört. Bevor ich jetzt zum Baumarkt fahre, wollte ich euch noch diese Sache zeigen hier. Das sind diese beiden Stehschrauben, an denen das Klo dann später an die Wand gezogen wird. Die meisten Klos haben eben diesen Abstand von 18 cm zwischen diesen beiden Bolzen. Ich habe das auch nochmal nachgemessen bei dem Modell, was wir hier haben. Also sind 18 cm. Das heißt, ihr haltet einfach das mal hier hin und guckt mal, welche beiden sind die 18 cm. Und das sind hier die beiden inneren. Dann könnt ihr die hier einfach reinschrauben. Und dann habt ihr hier eben diese beiden Pappröhrchen. Könnt ihr schon da drüber stecken dann. Dann ist das schon mal auf der sicheren Seite hier. Es ist jetzt 11 Uhr. Ich werde mal was frühstücken und mich dann zum Baumarkt begeben. Dazu muss ich mir aber nochmal ein paar Sachen aufschreiben und wenn ich wieder da bin, geht's weiter hiermit. 50 mm, 20 Grad Bogen, 1/2 Zoll auf 3/4 Zoll. Da bin ich schon wieder. Das ging recht flott. Und jetzt, ich habe hier einen 1 Meter langen Schlauch gekauft, weil ich dachte, das bedarf's. Nee, also 50 cm, das war mir einfach zu eng. Deswegen dachte ich, ich nehme einfach das lange und dann ist okay. 3 Euro mehr gekostet, aber 3 Euro ist ja jetzt nicht die Welt. Dieses Ende schraube ich jetzt von hinten hier drauf. Dazu nehme ich hier am besten das hier oben nochmal weg. Dann nehme ich das hier, schraube das hier hinten drauf. Das hat eine Dichtung, müsst ihr nicht eindichten. Das ist natürlich das Simpelste von allem. Eindichten ist natürlich auch geil, bei Eindichten. Kann kein Gummispröde werden, das hält einfach quasi für immer. Aber mit Dichtung ist halt einfach entspannt. Ihr zieht es an, ihr könnt es auch nochmal ein bisschen lösen. Man kann meistens das Rohr in jede beliebige Richtung drehen. Deswegen ist das natürlich schon cool. Also es hat beides seine Vor- und Nachteile. Und bei Dichtung braucht ihr es auch nicht so mega festzuziehen. Also auch da wieder nach fest kommt ab, kann ich einfach das Rohr hier, der Schlauch hier, der hier hinten jetzt in Ruhe runterkommt, ohne irgendwie eine krasse Biegung, kann ich jetzt einfach hier entspannt festschrauben und bin dann damit auf der sicheren Seite. Das war übrigens 3/8. Ich hatte das vorhin, weil ich jetzt schon wieder länger nichts damit gemacht habe, vergesse ich es immer. Also es war nicht 1/2 Zoll und 3/4 Zoll, sondern es war 3/8 Zoll und 1/2 Zoll. Also das hier zum Beispiel, der Wandanschluss ist ein 1/2 Zoll Anschluss und da geht dann der 3/4 Zoll Anschluss ab. Kann ich das hier testweise mal aufdrehen? Alles dicht. Hier habe ich ja jetzt extra noch nicht aufgedreht, aber jetzt weiß man auf jeden Fall schon mal, dass das alles dicht ist, weil hier wird ja dann später auch Rigips davor gebaut. Deswegen ist es wichtig, dass das dicht ist. So, damit das ist schon mal gut hier. Jetzt können wir uns wieder mit dem HT-Rohr beschäftigen, mit dem 100er. Da habe ich jetzt hier dieses Verlängerungsstück gekauft. Habe ich ja hier vorhin aufgeschrieben. Ja, und das müssen wir jetzt da unten passend reinmachen. Hätte wahrscheinlich sogar ein kürzeres nehmen können. Ein kürzeres habe ich sogar. Vielleicht reicht das sogar aus. Hier ist jetzt immer wieder wichtig, dass ihr die Dichtung richtig reinmacht. Ich hatte jetzt hier einen Deckel drauf, weil ich immer mein Abwasser vom Speis anrühren, meinen Rest Wasser oder so. Und es ist einfach entspannter, den einfach dann reinzulegen. Den kann man dann entspannt rausnehmen. Wenn ihr hier das mit so einer Dichtung macht, dann ist das gar nicht mehr so leicht. Aber jetzt soll es ja wieder richtig dicht werden. Das heißt, jetzt gehe ich wieder hierher und stecke meine Dichtung auch wieder da rein. Und dann kommt hier wieder diese Schmatze ins Spiel. Das Zeug heißt Gleitmittel für Kunststoffrohre mit Steckmuffe. So, das macht ihr einfach da drauf. Ihr könnt es entweder auf die Dichtungsseite machen, ihr könnt es aber auch hier außen drauf machen, je nachdem. Also ich mache es manchmal sogar auf beide Seiten, wenn ich denke, oh, hier ist jetzt sehr eng, dann gehe ich hier und mache es auf beide Seiten. Aber im Normalfall reicht es auf eine Seite, dann verteilt ihr das hier. Den Rest, den ihr am Finger habt, könnt ihr hier drauf machen. Könnt ihr das hier relativ entspannt oder auch nicht. Vielleicht habe ich die Dichtung nicht richtig drin. Ne? Doch. Oder ich gehe hier natürlich, deswegen habe ich extra zwei mitgebracht, mit dem hier raus. Dann habe ich immer noch hier meinen 15 Grad Bogen. Kauft euch immer mehr Bögen, wenn ihr Bögen kaufen geht. Die kostet halt nicht die Welt, die kosten irgendwie 1,60 oder so. Und ihr spart euch sehr viel Ärger, wenn ihr euch direkt das Richtige kauft. Und ich würde sogar sagen, ich habe den Fehler gemacht und habe jetzt zu wenig gekauft. Könnt natürlich auch auf 90 gehen, dann 15 Grad hoch, so. Ist ja auch ein guter Ankommenwinkel. Ja, ich denke, das ist nicht schlecht. Muss ich hier vielleicht noch ein Stück ausklinken, aber das ist nicht schlimm. Das hier sieht mir eigentlich sympathisch aus. Oder? Relativ simpel. Ich habe die ganze Zeit ein Gefälle und dann bin ich damit auf der sicheren Seite. Das hier ist ja dieser Adapter. Der kommt hier rein. Oh, Kaka, ey. Joa. Ich habe ja bei ihr ein längeres Rohr, weil ich kann mal das kurze hinhalten. Aber das ist wahrscheinlich zu kurz. Ja, ist wirklich genau zu kurz. Oder haargenau die richtige Länge. Ich würde sogar sagen, ich kann es nehmen hier. Der was. Ihr könnt es auch einfach aushebeln, indem ihr hier diesen Pin runterdrückt und zur Seite schiebt. Macht das Arbeiten manchmal ein ganzes Stück leichter. Das wäre jetzt natürlich sehr simpel, ne? Wenn ich das jetzt einfach hier einmal zusammenstecke, zack, und es dann schon fertig ist. Aber es darf ja auch mal leicht sein. Dadurch, dass es ja jetzt nicht von hier durchpasst, einfach weil dieser Wulst hier, wo der Dichtring drin sitzt, zu dick ist. Deswegen habe ich das jetzt hier ausgebaut und kann jetzt das von hier aus da reinschieben. So, hier ist natürlich jetzt zu viel. Hier muss ich noch ein bisschen was wegstellen. Hier ist nämlich noch ein bisschen viel Fliesenkleber an der Wand. Der muss kurz weg. So, ist weg. Kann ich auch hier rein. Zeichne ich hier nochmal eine Linie, um zu gucken, wie tief ich hier unten drin bin. Aber das sieht ja ziemlich gut aus. Und jetzt kann ich hier nämlich einfach mein Endstück reinstecken. So, da hole ich mir jetzt hier meinen Shell wieder hin. Schiebt die in Position, dann rastet die auch direkt ein, hoch damit und tada, da sitzt unser Abwasserrohr. Das war jetzt schon mal das ganze wichtige Zeug dafür. Jetzt haben wir es fixiert, ist fest. Jetzt muss ich natürlich hier mein nächstes Ständerwerkstück muss ich ausschneiden, hier hatte ich ja gesagt. Dann muss ich jetzt noch gleich mein Kabel hier hoch verlängern und dann kann ich hier schon beide Rigips draufpacken. Gucke jetzt natürlich nochmal, ob hier Wasser rauskommt, wenn ich es aufdrehe. Dazu mache ich hier nochmal den Schlauch ab und halte hier nochmal einen Eimer hin. Also dazu nehme ich mir hier jetzt hier meinen Schraubenzieher, mein Rohr, was ich jetzt hier abgeschraubt habe, drehe hier wieder auf. Ich drehe das jetzt ganz auf einmal und drehe das dann eine Umdrehung wieder rein.
So, und jetzt drehe ich hier auf. Mein Wasser ist da, kommt auch keine Luft, macht auch keine komischen Geräusche. Und dann bin ich damit schon mal ziemlich happy so. Hau weg. Zu guter Letzt haben wir dann jetzt noch dieses Ding hier und das hier. Das hier ziehen wir jetzt einfach raus. Eigentlich soll da mehr rauskommen, oder nicht? Eigentlich solltest du es doch nach vorne ziehen. Eigentlich soll das rauskommen. Das stellt mir nicht sicher, dass es hier drinnen nicht rumfällt. So, und jetzt haben wir dieses Teil hier. Das montieren wir, weil wir ja Hochkant eine Dings haben. Also Hochkantdrücker. Montieren wir das oben ein. Ja, jetzt. Ah, Plastik-Fantastik. Somit ist das hier fertig. Und ihr habt bis dahin schon mal ein Klo eingebaut. Nächster Schritt für mich ist jetzt hier unten das Rohr auszuklinken. Und dann kann ich das auch hier hinstellen. Sieht dann in etwa wieder so aus. Und hoffentlich passt es jetzt auch direkt. Jawohl, so soll es sein. Kann ich hier auch direkt wieder die Schiebe oben drauf machen. Und dann können wir hier schon gleich fortfahren mit dem Beplanken. Easy, oder? Also echt kein Hexenwerk. Geht natürlich wesentlich schneller, wenn man nicht dazu noch ein Video filmen möchte und noch zum Baumarkt fahren muss und so. Wenn ihr wisst genau, was ihr braucht, dann alles im Vorhinein kaufen, dann ist es ziemlich easy und eine schnelle Sache von 2 Stunden, würde ich sagen. Da unten wird es noch ein bisschen tricky, das da aus dem Rigips auszuschneiden, aber dafür habe ich eine Schablone gemalt. Wenn ihr diese Schablone haben wollt, könnt ihr mir schreiben, dann schicke ich euch die. Oh Mann, dieses ganze Plastikgedöns. So, und weil wir hier, das hier vorne, hier liegt der lose drauf, deswegen habe ich mir jetzt mal erstmal für oben ein Stück zugeschnitten und fixiere das erstmal hin. Da gehen wir wieder genauso vor, wie wir auch in dem anderen Video, wo ich Rigips abgehängt habe, vorgehen. Und zwar versenken wir die Schrauben gerade so. Wenn sie zu tief sind, halten sie nichts. Das gleiche machen wir hier vorne auch, damit das mal überall fixiert ist. Und dann schnappen wir uns gleich hier die Wasserwaage und nivellieren das hier oben aus als Fläche. Und dann wissen wir, auf welcher Höhe das hier am Ende sein muss. Normalerweise muss man nur vorne doppelt beplanken, weil ja vorne dann die Kraft quasi von dem Hebel des Klos anliegt. Aber ich werde hier wahrscheinlich oben auch beplanken, doppelt. Einfach aus dem Grund, weil ich hier oben einen Stoß habe und es ist so blöd. Aber ich meine, da kommt auch nur eine Fliese drauf und es wird keine krasse Kraft anliegen. Aber so fürs Gefühl wäre es schon cool, was man nicht so alles fürs Gefühl macht, ne? Und dieses ganze Ding hier jetzt muss ein ganzes Stück weiter hoch. Und um das da erstmal zu fixieren, gehe ich hier hinten in die Ecke und schraube die hier zusammen. Das drückt sich dann später, wenn ich eine Platte drauf mache, einfach wieder rein. Deswegen ist es nicht so schlimm. Gleich mache ich das auf der Seite auch. Mal hier oben gucken. Hier oben ist eine Waage auf jeden Fall. Und hier vorne, hier kann es schon wieder ein Stückchen hoch. Das ist jetzt abgesackt. Und dann löse ich das hier einfach nochmal. Ich nehme noch eine zweite Variante. Und zwar bei der zweiten Variante schraubt ihr hier hinten rein. So, und dann ist es nämlich gar nicht im Weg. Das Ganze mache ich jetzt hier auch nochmal. Dann kann ich mir das auch nicht abhauen. Jetzt ist hier oben nämlich fixiert. Die beiden hier können ja sowieso nicht weg. Aber das ist jetzt gut hier. Haben wir das schon mal. Und jetzt weiß ich auf jeden Fall, jetzt kann ich einfach hier vom Boden bis hierhin messen und weiß dann, wie groß meine Platte hier vorne sein muss. Meine Platte. Ich schneide jetzt die untere Schicht zu von vorne und ihr seht jetzt, ich habe hier schon gerade das angezeichnet. Und das hier ist die Zeichnung, die ich mir selbst gemacht habe. Und das ist auch das, was ich euch schicken kann. Und zwar müsst ihr euch einfach nur eine Ecke ausmessen. Dann könnt ihr einfach hier dieses DIN A3 Blatt, wenn ihr es ausdruckt. Also so sieht es natürlich aus, wenn man sich das neu ausdruckt. Und dann könnt ihr euch das einfach drauflegen und direkt da, wo die Löcher sind, ausschneiden und dann seid ihr sofort fertig. Ist natürlich ziemlich simpel so, ne? Angezeichnet habe ich es mir jetzt schon. Jetzt schneide ich es hier in den Multicutter aus und dann kann es schon montiert werden. So, erstes Mal draufstecken. Schauen wir mal, ob es passt. Jawohl. Aber hier oben von der Ecke möchte ich noch was wegmachen. Mache ich jetzt aber ein Cuttermesser hier. Das sieht gold aus. Sodele. Seht ihr hier, das ist leicht schief. Ich hatte hier 1 Meter irgendwas gemessen. Das passt jetzt gar nicht mehr, sehe ich gerade. Hier, das ist ja mies. Komplett schief. Die Wand hier drüben läuft also weg. Hier läuft nach oben weg. Das ist natürlich blöd, aber egal. Dann mache ich mir jetzt hier einen neuen Strich. Das ist halt so. Das wird jetzt natürlich auch einfach festgeschraubt. So, jetzt schraube ich das fest. Jetzt habe ich noch das hier schnell ausgeschnitten. Mal gucken, ob das jetzt passt. Ja, Mann, das ist doch ein Traum. Ja, festschrauben. Hier vielleicht noch einen Millimeter hoch. So läuft das. Bevor wir jetzt hier die nächste Platte, die ich zugeschnitten habe, das was jetzt eine große ist, das ist die, die hier steht, hier drauf mache, will man einmal die Fugen schließen. Ach, dazu habe ich mir hier eine kleine Menge angerührt und heute ist ziemlich warm, deswegen zieht es auch sehr, sehr schnell an. Deswegen gehe ich hier jetzt einfach her, das ist ganz normaler Rigips-Spachtel und schließe hier einmal meine Fugen. Da muss ich dann auch nicht warten, bis das getrocknet ist, weil ich kann jetzt wirklich direkt im Anschluss die nächste Platte draufschrauben. Es geht wirklich einfach nur darum, dass das Zeug einmal miteinander verbunden ist. Das mache ich jetzt noch und dann sehen wir uns gleich, wenn es fertig gespachtelt ist, zum nächsten Platte festschrauben. Also hier könnt ihr jetzt sehen, ich habe jetzt einfach einmal grob drüber gespachtelt, überall.
Fall. Reicht vollkommen aus. Jetzt habe ich mir eine große Platte zugeschnitten, welche ich hier als zweite Beplankung nochmal drauf mache. Also ich hatte sie eigentlich eben schon einmal da dran. Ich muss hier drüben nur mal kurz was abschneiden. Vollfläche an. Jetzt gehe ich nochmal her und markiere mir, wo meine Länderprofile sind. Weil wenn man das nicht tut, geht es ganz schnell, dass man einfach ins Nichts bohrt. Dann hast du überall so Löcher drin. Das ist blöd. Deswegen versuchen wir das zu vermeiden und zeichnen uns das hier einmal an. Außerdem kann man jetzt natürlich nicht die gleiche Länge Schraube nehmen, weil wir jetzt durch zwei Lagen Rigips durchmessen. Also wir haben jetzt hier eine Schraube, die ist ungefähr doppelt so lang. Damit machen wir das Ganze jetzt hier fest. Von oben sieht es jetzt so aus, dass ich hier meine Deckplatte habe. Dann habe ich hier die beiden Frontplatten und jetzt mache ich nochmal einfach aus Stabilitätsgründen nochmal eine Deckplatte drauf. Die geht jetzt bis hier vorne. Dann muss ich jetzt hier hinten nochmal ein paar kleine Sachen wegstemmen mit der Maschine, damit ich die bis hinten ranschieben kann. Aber dann habe ich ein richtig schönes, ordentliches Bild, das dann schön verfließt werden kann. Und das ist ja auch das, was wir erreichen wollen und das haben wir dann auch erreicht. Wie das dann hier weitergeht, das zeige ich euch dann nochmal in einem Video einfach aus den normalen Episoden. Das ist ja erstmal der wichtige Teil. Alles andere ist eigentlich ziemlich selbsterklärend. Und wenn ihr hier die Bedienungsanleitung anguckt, dann ist es auch recht simpel. Deswegen danke ich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, das nachzumachen. Und es ist wirklich simpel. Also ihr braucht jetzt nicht irgendwie jemanden dafür zu holen und viel Geld zu bezahlen. Das Ding ist teuer genug. Groß schaffen und bis zum nächsten Video. Ich hoffe, ihr guckt die ganze Reihe hier von dieser Hausrenovierung. Ist sehr interessant, was hier so abgeht. Abonniert den Kanal, liked das Video und ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Kleiner Nachtrag noch zu dieser Nische hier. Ich werde jetzt hier diese Platten wieder abmachen und den Panzerschlauch, den ich da eingebaut habe, wieder auch rausholen. Weil nämlich zu dem Video, wo ich da drüben in dem großen Bad Toilette eingebaut habe, haben alle geschrieben, mach diesen Panzerschlauch weg, tut ihnen gefallen, mach das. Als ich es gemacht habe, wusste ich es nicht besser. Da habe ich mal sehr, sehr viel nachgelesen und so. Siehe da, man sollte diesen Panzerschlauch nicht da rausholen und möglichst wenig Verschraubungen haben, was auch Sinn macht. Dann habe ich ja damals auch noch diesen Hahn hier eingebaut. Hier und drüben auch. Den mache ich auch raus. Es wird jetzt alles in Direktverschraubung. Und die sitzt dann genau hier hinten drin, dass man da tatsächlich sogar noch drankommen würde. Das mache ich jetzt eben. Nicht so leicht hier rauszuholen, weil sie hier in der Ecke steckt. Das heißt, ich muss es eigentlich erstmal hier rausholen. Schön wäre es natürlich, wenn die Platte überlebt. Ja, das sieht auch ganz okay aus hier. Wenn hier meine Finger irgendwo reinpassen würden vor allem. Ja, ich schneide hier an meinem Teppichmesser lang. Dann ist da halt so eine Ecke, aber nicht so schlimm. Alter, das hätte besser gepasst vorher. Da muss ich jetzt, wenn ich es immer neu einsetze, dann hier die Ecke nochmal neu abschleifen. Die hintere Platte, die lasse ich jetzt so wie es ist und schneide mir hier einfach ein Stückchen zwischen dem Ständerwerk raus, damit ich da reinkomme mit den Armen. Das mache ich hier mit dem Multitool. Außerdem mache ich mir hier vorne die Cover ab. Die kann ich dann mit dem Panzerteil wieder zukleben. Dann komme ich hier innen drin auch wieder dran. Dadurch muss ich halt dann das hier nicht auch noch abschrauben und nicht nochmal die ganze Platte neu zuschneiden da oben. Ich sehe gerade meine Fernbedienung ausgegangen. Ich frage mich so, hä, warum geht das nicht? Naja, auf jeden Fall bin ich jetzt hier wieder angekommen. Da könnt ihr es sehen, da ist der Hahn. Und jetzt schneide ich das hier vorne nochmal frei. Hierbei geht es ja wirklich nur darum, dass hier kein Dreck reinkommt erstmal. Das muss ich jetzt natürlich weiterhin auch sicherstellen, dass da kein Dreck reinkommt. Deswegen habe ich auch gesagt, das muss man da mit Panzertape wieder zudrehen. Zudrehen tue ich hier gerade. Zukleben. Aber um jetzt für mich da dran zu kommen, habe ich jetzt hier die Nische. Und dadurch kann ich auch hier an das Eckventil. Und das ist eben essentiell, um da dran zu kommen. Deswegen kann ich das später einfach wieder mit Panzertape hinkleben, dann ist gut. Das wird sowieso dann später hier nochmal weiter hinten abgeschnitten, sobald die Fliesen da drauf sind und so. Ich glaube, so könnt ihr ganz gut sehen, was ich mache. Auf jeden Fall muss jetzt hier drinnen der Hahn wieder rausgedreht werden. Ich habe jetzt hier schon das hier hinten rausgeholt. Da muss ich mir auf jeden Fall nochmal was überlegen, weil so wie es jetzt gerade ist, sollte man es halt nicht lassen. Ich habe jetzt schon sehr, sehr viele Tutorials geguckt, wo alle Leute diese Flexschläuche benutzen. Und bei keinem hat irgendjemand kommentiert, warum machst du einen Flexschlauch? Bei mir haben 10 Leute kommentiert. Die Frage ist, warum? Wie lange hält denn so ein Flexschlauch? Was denkt ihr denn? Das würde mich ja schon mal interessieren, ehrlich gesagt. Also, in den Kommentaren wurde gesagt, dass diese Dichtungen hier schneller vergammeln und die deswegen undicht werden. Ja, gut. Den habe ich jetzt auch wieder rausgeholt. Da ist natürlich auch eine Dichtung drin, die theoretisch kaputt gehen könnte. Das heißt auch gut, dass der hier wieder raus ist. Den kann ich wieder hier festschrauben. Naja, man lernt dazu, ne? Kostet jetzt natürlich ein paar Stunden, aber dann ist halt so. Ich denke, ich werde jetzt als nächstes einfach das Ganze wieder aus dem Aluverbundrohr machen. Das dann hier reinschrauben, auch wieder eingedichtet. Und dann einfach nur mit dem Aluverbundrohr hier hinten dran, in dem Winkel. Das heißt, ich habe dann hier das eingedichtet und alles andere ist dann gepresst. Aber da denke ich, bin ich auf der sicheren Seite. Genau, dann habe ich keine dummen Dichtungen mehr und dann ist gut. Das heißt, ich gehe einfach jetzt hier mit zum Baumarkt und hole mir da die passenden Winkel und dann ist gut. Dann kann man sie dazu machen. Alles besser, als in 10 Jahren alles wieder aufzureißen mit Fliesen. Weil so seht ihr, komme ich immer noch relativ entspannt dran.